Heizung und auch das Elektro und der Stahlbau sind zentral im Modell vorhanden. Alles auf der Plattform, jederzeit haben alle die gleichen Informationen. Im ersten Schritt rufen wir genau die Informationen ab und wissen auf der Baustelle, wo was hinkommt. Im zweiten Schritt können wir abgleichen, ob jedes Bauteil im Modell auf der Baustelle vorhanden ist. Und wie das geht, das siehst du jetzt. Meine Aufgabe auf der Baustelle verändert sich nicht. Wir müssen nach wie vor alles von Hand noch ins Gebäude hineinbringen. Das Handwerk bleibt. Wir haben aber durch das 3D-Modell definitiv viele Punkte, die uns die Arbeit sehr erleichtern. Die Zuteilung der Komponenten ist relativ einfach. Ich kann durch die Koordination auf dem 3D-Modell jede Komponente anwählen. Ich kann schauen, was die Bezeichnung ist und kann genau schauen, wo die positioniert wird. Die Zusammenarbeit mit dem Fachplaner ist tiptop gelaufen. Wir haben eigentlich alles vorzu können anschauen, es ist angepasst worden. Das war eine relativ flüssige Zusammenarbeit. In dem Projekt sind wir mit einer neuen Plattform am Arbeiten. Die größte Hilfe auf dem Projekt ist der Trimble Laser. Mit dem Trimble Laser können wir jeden Punkt auswendig machen, wo wir unsere Rohrstellen montieren müssen. Die Übersicht auf meine Installation finde ich auf dem Tablet. In dem Modell finden wir praktisch jeden Millimeter, den wir brauchen, jede Achse, jeder Seitenriss. Und es ist extrem leicht, mit dem zu arbeiten. Meine Herausforderung ist, dass ich sonst immer mit Papierplan arbeite und mich gewöhnen muss, mit dem 3D-Modell zu arbeiten. Wenn ich auf den Bildschirm klicke, dann sehe ich genau, wo welche Leitung in welcher Dimension hin muss. Die Zusammenarbeit mit dem Fachplaner war sehr gut. Wenn es Änderungen gegeben hat, hatte ich immer ein aktuelles Modell gehabt. Mit der Gebäudeausrüstung haben wir schon fast alles, was in unser Bauwerk hineinkommt. Die Frage ist jetzt, in welcher Qualität? Dass die Qualität im Kernkraftwerk kompromisslos erste Priorität hat, das ist selbstredend. Wie man die gewährleistet, das siehst du im nächsten Video.